Hallo und miau zum Schwarz-Katz-Quarantäne-Special. Heute habe ich mir überlegt, rühren wir den einfachen Make-up-Entferner? Da gibt es immer wieder Fragen, was jetzt hintereinander wie kommen soll. Und damit ihr mir glaubt, dass es wirklich super einfach ist, werde ich das jetzt einfach mal live machen, hier vor euren Augen. Und ihr könnt einfach mitmachen. Was wir brauchen, ist ein bereits vorkonserviertes Hydrolat. Dann als Ölkomponente habe ich mich für eine Mischung aus einem Ringelblumenöl und einem Tonkaöl entschieden. Die habe ich beide selbst gemacht. Wie du Ölauszüge selber zu Hause machen kannst, habe ich dir auch im Beitrag verlinkt. Dann brauchen wir Xanthan. Mal ein bisschen weiter vor. Das ist einfach ein Pulver. So viel wie hier drin ist, brauchen wir nicht. Wir brauchen wirklich nur ganz wenig. Da kommen auch immer super viele Fragen. Wie viel Xanthan? Wie mache ich denn das? Kann ich nicht bitte, bitte irgendwie abwiegen? Du musst es nicht abwiegen. Vertrau mir. So, dann habe ich hier meinen Lieblingsmixer. Ich weiß, er sieht nicht besonders professionell aus. Er heißt auch No Pro. Aber wenn du irgendwas Wässriges machst, ist der wirklich toll. Also der kann jetzt keine Creme rühren, aber er ist klein, handlich und es geht richtig schön schnell. Außerdem habe ich hier einen kleinen Abmessspatel, ja, und einen Glasrührstab. Okay, legen wir los. Im Rezept sage ich ein Teil Öl, ein Teil Hydrolat. Wie gesagt, vorkonserviert, sehr wichtig. Andernfalls, wenn du Wasser nehmen wolltest, müsstest du es noch extra konservieren. Da kommt noch ein bisschen was dazu, was ich jetzt hier nicht zeige, was du aber im Post Queen Warrior findest. Den habe ich auch unten im Beitrag verlinkt. Okay, fangen wir an. 1 zu 1, ich mache einfach 50-50. Das ist ganz easy peasy. So, ich wiege einfach hier die 50 Milliliter. Ja. Hydrolat ab. Es sind 50,3, aber es macht den Kohl nicht fett. So, dann nehme ich das Xanthanpulver und hier mein. Ja, sieht man das? Ich mache am besten so. Ja. So, es ist eine Messerspitze ungefähr. Es ist wirklich nicht viel. Ich sehe das jetzt auch hier. Es schlägt sich auch das Gewicht jetzt überhaupt nicht aus. So, immer noch nicht. Und was jetzt passiert ist, jetzt ist hier so ein, das sieht man natürlich leider nicht. Ah, so ein bisschen vielleicht. Siehst du? Da kommt schon so ein bisschen was runter, senkt sich ab und vergilt schon da drin. Es sieht einfach aus, als hätte ich hier nur so einen Staub oben drüber gemacht. Ja? Ich rühre das einfach mal hier glatt. Ist schön, mein kleiner No-Pro, oder? So, jetzt schaue ich mir das mal an. Das ist jetzt so ein bisschen milchig geworden mit dem Xanthan drin. Es sind auch einige Bläschen drin, natürlich von dem Aufschlagen. Aber das setzt sich nochmal ab. Das wird alles ganz normal. Und ich sehe jetzt schon, ich würde dir raten, warte einfach 5 Minuten. So lange haben wir jetzt natürlich nicht Zeit. Aber aus Erfahrung kann ich sagen, das reicht noch nicht ganz für mein Gel. Es sollte wie langsames Wasser sein, wie ich gerne sage. Also nicht wie Gelee. Es darf nicht irgendwie so zusammenbappen. Das ist total eklig. Das wisst ihr auch nicht auf der Haut haben. Sondern es soll einfach wirklich langsames Wasser sein. Und es dauert immer ein bisschen, bis das Xanthan sich dann halt komplett vollgesaugt hat mit Wasser und zum Gel wird. Aber wisst ihr was? Ich warte einfach 5 Minuten, damit ihr mir das glauben könnt. Ich stelle das jetzt hier so drauf, halte das Video an und mache dann nachher weiter mit einem kleinen Schnitt. Bis gleich. So, 5 Minuten später.
Das hat sich zwar zusammengezogen, aber es ist immer noch relativ schnelles Wasser. Deswegen gebe ich noch mal ein Stäubchen da oben drüber. So, kann ich dir leider nicht zeigen, tut mir sehr leid. Und rühre es noch mal auf. So, jetzt hört man es. Also ich höre es jetzt, weil ich direkt das Ohr da drüber habe. Der No-Pro kommt jetzt schon langsam ins Schwitzen, weil sich nämlich jetzt das Wasser tatsächlich verlangsamt. Das Gel kommt also zusammen. Jetzt warten wir halt noch weitere 3 bis 5 Minuten. Deswegen werde ich das Video nochmal stoppen. So, es sind nochmal 5 Minuten vorbei. Jetzt schaue ich nochmal. Aha, und das sieht jetzt schon sehr stark wie langsames Wasser aus. Ihr seht, das hat sich auch schon so ein bisschen abgesetzt. Vielleicht werde ich am Schluss noch ein bisschen was dazugeben, aber ich glaube, es ist ganz okay. Also für diese Abschminklotion ist das völlig ausreichend. Jetzt kommt eins meiner Lieblingsöle, eins meiner Lieblingsmazerate zum Einsatz, nämlich das Tonka-Extrakt. Herrlich. Davon gebe ich Bargan ungefähr so 10 bis 20 Gramm hinein. Naja, sind jetzt 11 Gramm, das lasse ich mal so. Einfach, es geht mir hier ja nur um den Geruch. Das ist in Jojobaöl gemacht. Ich nehme für alles Jojobaöl, das steht auch ständig auf meinem Blog, wie du weißt. Und das Ringelblumenöl ist ebenfalls selber gemacht, nach dem Rezept auf dem Blog. Da toppe ich das jetzt einfach auf. Auf die 50. Und sieh an, ich habe nicht genug, also muss ich noch ein bisschen Tonka dazu machen, damit ich auf meine 50 komme. So, alles klar. Und jetzt wird er sehr in die Knie gehen, weshalb ich erstmal mit dem Glasstab das Ganze zusammenrühre. So, das kommt jetzt schon gut zusammen. Ich werde noch mal meinen No-Pro da reinhalten. Der wird jetzt sehr langsam. Aber dann kommt es eben auch schöner. Nee, nicht zu viel. Schade, das kann ich euch nicht wirklich zeigen. Da wäre ein Video von oben doch besser. Aber Quarantäne-Special ist einfach mal eben schnell ein Video gedreht mit einem Rezept zum Nachmachen. Und deswegen haben wir jetzt hier nicht die super professionelle Ausrüstung. Ich habe die sowieso nicht. Ich habe nämlich eigentlich gar keine Ahnung davon. So, jetzt haben wir hier ein relativ wässriges Abschminkzeugs. Mir gefällt das eigentlich ziemlich gut. Wenn dir das zu wässrig sein sollte, kannst du direkt am Anfang schon mehr Xanthan hineintun. Das heißt also, du würdest einfach nochmal dein Stäubchen da drauf machen, würdest es nochmal aufschlagen, nochmal 5 Minuten warten, solange bis ungefähr die Konsistenz erreicht ist, mit der du gerne arbeiten würdest. Die Sache, die ich vergessen habe zu sagen, war einfach, wie du siehst, hat sich das jetzt so ein bisschen geteilt, nachdem es hier so 5 Minuten gestanden hat. Ja, das ist normal. Das liegt einfach daran, es ist kein Emulgator drin und deswegen teilt sich das Ganze natürlich. Wer mehr Xanthan da rein macht, dem wird das vielleicht nicht unbedingt ständig auffallen, aber da ich es gerne dünnflüssig habe, reicht das Xanthan natürlich nicht, um das so ein bisschen mehr zusammenzuhalten. Es wird nie eine homogene Masse sein, ja? Also die Wasserteilchen und die Ölteilchen werden immer noch so nebeneinander liegen.
Ich habe auf dem Blog ja da ein Bild von gemacht, wie das aussieht, wenn du das benutzt auf dem Pad. Sieht aus wie kleine Fettäuglein. Das ist aber nicht so schlimm. Dafür brauchst du dich halt um sonst nicht viel zu kümmern. Du stellst dich einfach hin, schüttelst deine Flasche, nimmst ein Pad oder einen Lappen, gibst da ein bisschen drauf, schminkst dich ab, fertig. Du kannst. Okay, dann wünsche ich dir viel Spaß mit deiner Schüttellotion. Und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Es hat dir gefallen und so weiter und so fort. Ich wünsche einen schönen Tag. Miau.